Der Fricke-Preis erinnert uns an Auseinandersetzung mit einem totalitären Regime. Daraus können wir lernen, daraus können wir Schlüsse ziehen, die es uns ermöglichen, nicht die gleichen Fehler und Unaufmerksamkeiten zu begehen, die zu Katastrophen geführt haben. Besonders wichtig ist mir an dem Preis, dass er, wie ich hoffe, Menschen Mut macht, nicht nur nach vorn, sondern auch zurückzugucken. Also dieser Preis ist auch für mich wichtig, weil er Dissidenten, also die ehemaligen Dissidenten würdigt, die oft eigentlich von der historischen Fläche nicht wirklich verschwinden, aber sich so unbemerkbar machen. Dieser Preis ist genau darauf ausgerichtet, in Erinnerung zu rufen, was in einer Diktatur mit den Menschenrechten passiert und was jedem einzelnen Menschen auch angetan werden kann und wie wichtig es ist, sich mit Mut, Zivilcourage, aber auch Kreativität dagegen zur Wehr zu setzen. Den Fricke-Preis muss es geben, weil das der Mann war, der Wissen mit Empathie verbunden zu einem Bewusstsein machen konnte. Und genau das ist die Aufgabe des Preises. Also für mich ist der Preis deshalb so wichtig, weil er Personen und Initiativen ehrt, die sich ganz konkret diesem Thema der Aufarbeitung verschrieben haben und das auf eine sehr effiziente Weise tun. Und jeden Tag haben wir gemerkt, Leben in einer Diktatur ist anders als Leben in einer Demokratie, und zwar für jeden Einzelnen von uns. Wir werden also Demokratie weiter gestalten, verbessern müssen, wenn wir Demokratie erhalten wollen. Der Fricke-Preis bildet Mut und Zivilcourage, Freiheit und Demokratie ab. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser etwas besonderen Preisverleihung des mittlerweile dritten Karl-Wilhelm-Fricke-Preises hier in der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, die in diesem Jahr unter Corona-Bedingungen stattfindet. Und das heißt, es kann keine öffentliche Veranstaltung stattfinden, sondern wir übertragen heute live aus der Kronenstraße die Vergabe dieses Preises mit einem etwa 30-minütigen Livestream. Für Sie draußen, die diese Übertragung verfolgen oder sich später anschauen, hier im Saal sind etwa 10 Persönlichkeiten anwesend, natürlich mit dem gebotenen Sicherheitsabstand, darunter natürlich neben der Hauptpreisträgerin Freya Klier, die Vertreter unserer Stiftungsgremien Markus Meckel, der Stiftungsratsvorsitzende Rainer Eppelmann, der Vorsitzende des Vorstandes und Gerd Poppe, Mitglied des Vorstandes, euch ein herzliches Willkommen hier. Die Jury, die die Preisträger ausgewählt hat, wird heute vertreten durch Marianne Bürtler und Marco Martin. Marianne Bürtler ist auch die Vorsitzende der Preisjury. Auch euch ein herzliches Willkommen. Und selbstverständlich ist der Spender und Stifter dieses Preises, Herr Dr. Burkhard Feigelt, heute auch hier im Saal. Und besonders freue ich mich natürlich auch, den Botschafter der Republik Taiwan hier zu begrüßen. Herzlich willkommen, Herr Professor Xi. Die beiden Jurymitglieder Irina Scherbakowa in Moskau und Professor
Horst Köhler, Altbundespräsident, sollen auch von dieser Stelle sehr herzlich gegrüßt sein. Sie können aus verschiedenen Gründen heute natürlich auch nicht teilnehmen. Und ich freue mich sehr, dass die Hauptpreisträgerin und Hauptperson der jetzigen Preisverleihung heute hier ist. Liebe Freier, dir nochmal ein explizites und extra herzliches Willkommen. Mein Name ist Anna Kaminski und ich freue mich, Sie durch den heutigen Vormittag führen zu können. Auch wenn wir in diesem Jahr eine ungewöhnliche Form der Preisverleihung wählen mussten, werden alle diesjährigen Preisträger auf jeden Fall im kommenden Jahr hier zur Zeremonie bei der dann vierten Preisverleihung für den Karl-Wilhelm-Fricke-Preis eingeladen und vor der Verleihung des nächsten Preises hier noch einmal angemessen gewürdigt werden. Also darauf können Sie sich dann schon im nächsten Jahr freuen. Was erwartet Sie nun in der nächsten halben Stunde? Zuerst sehen Sie die Übergabe des Hauptpreises und anschließend in Filmbeiträgen die Übergabe der Sonderpreise. Und diese Beiträge können einschließlich dieses Livestreams hinterher auch noch in unserer Mediathek auf unserer Webseite sozusagen nachgeschaut werden und Sie werden das dort auch dauerhaft finden können. Und zusätzlich zu dieser Live-Übertragung auf unserem YouTube-Kanal informieren wir natürlich auch über Facebook und unsere Social-Media-Kanäle über das, was jetzt hier passiert. Der Preis ist, wie der eben gezeigte Film deutlich gemacht hat, darauf gerichtet, Mut und Zivilcourage zu ehren und auch Ermutigung zu geben. Denn es sind noch immer oft nur kleine Minderheiten, die sich mit viel persönlichem Einsatz immer wieder beharrlich für Menschenrechte im Großen und Kleinen, für demokratische Freiheiten einsetzen und sich gegen das Vergessen zur Wehr setzen. Und es ist kein Zufall, dass dieser Preis immer im Umfeld des 17. Juni übergeben wird. Ein Datum, das seit 1953 dafür steht, dass Menschen auch in schier ausweglos scheinenden Situationen immer wieder den Mut finden, sich gegen staatliche Übermacht zu stellen, demokratische Rechte und Freiheiten zu fordern und dabei ihre Furcht überwinden. Und so bietet diese Preisverleihung auch die Gelegenheit, an jene zu erinnern, die sich während der kommunistischen Herrschaft immer wieder auflehnten und für Demokratie und Freiheit eintraten und allzu oft einen sehr hohen Preis dafür bezahlen mussten. Und auch den Stifter des Preises, Herrn Dr. Burkhard Feigl, verbindet eine, ja, keine direkte Verfolgungsgeschichte, aber eine ähnliche Geschichte mit der kommunistischen Diktatur, denn er verhalf vielen, vielen Menschen damals zur Flucht aus dem kommunistischen Herrschaftsbereich. Und wenn Sie sich genauer dafür interessieren, dann lesen Sie das doch gerne in seinen Büchern nach. Der erste Preis ging 2017 an den Publizisten Karl Wilhelm Fricke. Und seither trägt dieser Preis auch seinen Namen. Denn wie kaum ein anderer hat er sich für die Auseinandersetzung mit dem staatlichen Unrecht in der DDR und dem Überwachungsstaat durch die Staatssicherheit schon vor dem Fall der Mauer und der Friedlichen Revolution 1989 über viele Jahrzehnte eingesetzt. Und er steht stellvertretend mit seinem Leben auch für die brutale Verfolgung, die jene, die sich der Diktatur widersetzt haben, erleiden mussten. Aber lassen wir den Namensgeber unseres Preises doch an dieser Stelle selbst zu Wort kommen, damit Sie, sofern Sie ihn nicht schon kennen, ihn und sein Lebenswerk besser kennenlernen. Und an dieser Stelle auch aus diesem Saal einen sehr herzlichen Gruß an Karl Wilhelm Fricke, seine Frau und seine Familie, die jetzt sicher auch zuschauen werden. Und nun bitte den Film. Ich bin am 3. September 1929 in Holm geboren. Und dort bin ich aufgewachsen bis zu der Notwendigkeit meiner Flucht in die Westzonen damals. Die Bundesrepublik existierte noch gar nicht. In der ersten Hälfte der 50er Jahre war Berlin natürlich ein Zentrum des Kalten Krieges. Und man kann also mit wirklich erstaunlicher Klarheit erkennen, wie schnell große Politik auf kleines Schicksal durchschlägt. Und so reifte schon ab April
April 1954, also relativ früh, der Plan, meine Entführung zu planen und vorzubereiten. Ich lebte ja ganz normal in Berlin, West. Mein Name stand an der Tür natürlich, mein Name stand im Telefon. Das heißt, ich erwähne das alles, um damit zu sagen, ich habe nicht irgendwie mich konspirativ verhalten. Das war gar nicht nötig. Ja, inzwischen hatte ich dann erstmal einen Eröffnungsbeschluss und eine Anklageschrift erhalten. Ich war also vor mir selbst sozusagen vor Ehrfurcht erblasst, als ich las, dass ich vom obersten Gericht der DDR angeklagt werde. Hauptverhandlung anberaumt auf den 11. Juli 1956. Ich wurde dann wenigen Tagen davor von dem Staatsanwalt Fritz Jahnke aufgesucht im Gefängnis. Und jetzt eine kleine Anekdote, die auch wiederum den Vorzug hat, wahr zu sein. Während dieses Gesprächs bot er mir eine Zigarette an, er selbst war auch Raucher und ich rauchte damals auch noch. Und sagt zu mir, man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. Im Berliner Dialekt. Ich kann mir richtig vorstellen, wie ihm zumute ist. Ich habe selber mal bei der Gestapo gesessen. Ich denke, das darf doch nicht wahr sein. Der vergleicht die Staatssicherheit mit der Gestapo. Na, der Mann ist mir sympathisch, ne? Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Ich habe damals auch, also nicht im Kammerton geschrieben, das muss ich schon sagen. Und ich habe dann auch in meiner Haftzeit, das räume ich gerne ein, dass darüber lange nachgedacht, wie ich nach meiner Rückkehr mit meinem Fall umgehe und habe mich dann entschlossen, dass ich da nicht mit dem germanischen Kurzschwert kämpfe, sondern mit dem feinen spitzen Degen. Und das ist mir hoffentlich gelungen. Kein Politiker, sondern Journalist und sage, was ist und nicht, was sein kann. Jedenfalls nach meinem Verständnis. Wie auch in der Einführung schon, in dem Einführungsfilm zu sehen oder zu hören war, richtet sich der Preis natürlich nicht nur an den Blick zurück, sondern es geht auch darum, Gefährdungen von demokratischen Rechten und Freiheiten vorzubeugen und die Demokratie und den antitotalitären Konsens in der Gesellschaft gegen jegliche Angriffe zu stärken. Und wer sind nun die Preisträger 2020? Die Jury, der neben Marianne Birtler, Marco Martin, Irina Scherbakowa, Altbundespräsident Horst Köhler und dem Preisspender und Stifter Burkhard Feigl, auch ich, die das Vergnügen und die Ehre habe, anzugehören, hat in ihrer Sitzung Mitte Februar einen Hauptpreis und anlässlich des 30. Jahrestags der Deutschen Einheit drei Sonderpreise vergeben. Für den Hauptpreis wählte die Jury, das ist in der Begrüßung schon genannt worden, Freier Klier einstimmig aus. Liebe Freier, ich erlaube mir, dich von dieser Stelle und an diesem Augenblick schon einmal dazu zu beglückwünschen. Du wurdest gleich mehrfach von verschiedenen Personen und Institutionen vorgeschlagen, aber ich will an dieser Stelle natürlich der Laudatio durch unseren Vorstandsvorsitzenden Rainer Eppelmann nicht vorgreifen. Vielen Dank. Die Sonderpreise gehen an drei Initiativen, die eines verbindet. Das Engagement von vielen Menschen, die ehrenamtlich einen Ort, eine Einrichtung, einen Verein ins Leben gerufen haben und mit ihrer konkreten Arbeit vor Ort seit vielen Jahren zur Demokratiebildung und gegen das Vergessen beitragen. Die drei Sonderpreisträger sind die Initiativgruppe Lager Mühlberg. Ein sehr herzlicher Glückwunsch noch einmal von dieser Stelle nach Mühlberg und Umgebung.
Der zweite Sonderpreis geht an das Martin Luther King Zentrum in Werdau für Gewaltfreiheit und Zivilcourage und Archiv Bürgerbewegung. Auch einen herzlichen Glückwunsch noch einmal an die Kollegen und Kolleginnen in Werdau. Und der dritte Sonderpreis geht an das National Human Rights Museum in Taipei, Taiwan. Einen herzlichen Glückwunsch, congratulations to the director, Mr. Chang, and his team in Taipei, and I hope you can follow our small ceremony and hope we see you soon here. Congratulations to you. Noch einmal an alle Preisträgerinnen und Preisträger im Namen der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und der gesamten Jury einen herzlichen Glückwunsch. Wir kommen nun zur Übergabe des Hauptpreises des diesjährigen Karl-Wilhelm-Fricke-Preises 2020 an Freya Klier. Und zunächst stellen wir in einem kurzen Filmbeitrag die Trägerin dieses Hauptpreises vor und danach wird Rainer Eppelmann die Laudatio auf die Preisträgerin halten. Und im Anschluss überreichen wir dann den Preis, bevor wir natürlich auch der Preisträgerin dann endlich Gelegenheit geben werden, ihrerseits ein paar Worte an uns zu richten. Du sollst dich erinnern. Das ist für mich eigentlich eins der entscheidenden Gebote überhaupt, weil ich denke, dass das, was wir leben oder was unsere Kinder leben, können wir nur verstehen und damit umgehen, wenn wir wissen, woher wir kommen. Das ist für mich ein Schlüssel. Freya Klier ist eine Frau voller Erinnerungen. Über 30 Jahre lang versuchte der Staat, in dem sie geboren wurde, sie zu bändigen, zu brechen, zu kontrollieren. Ohne Erfolg. 1988 wird Freya Klier ausgebürgert. Ein Jahr später zerbricht die DDR an Menschen wie ihr. Mich hat diese Sprache interessiert, diese Nicht-Deckungsgleichheit von Inhalt und Wort. Da bin ich sehr zeitig drauf gestoßen und mich hat die Kunst aus ästhetischen Gründen interessiert und aus politischen Gründen. Da wird man vielleicht auch sensibler, wenn man in einer Diktatur halt aufwächst. Mit dem Ende der DDR wurde das Leben der Regisseurin und Schauspielerin keineswegs ruhiger. Filme, Bücher, Reden, hunderte Auftritte vor Schulklassen, Engagement in zahllosen Initiativen und Vereinen. Freya Klier kostet die Freiheit aus und ist eine ihrer größten Verteidigerinnen. Ich mache jetzt gerade an dem Buch und es geht jetzt um das Jahr 1990. Und das habe ich jetzt als Schwerpunkt und mache dann den ersten Essay. Und jetzt habe ich verschiedene Leute rausgesucht, die schreiben, was ihnen dann widerfahren ist. Und das kommt jetzt im August raus. Bei dieser Schaffensdichte ist es kein Wunder, dass Freya Klier vielfach gewürdigt wurde. Dennoch, der Karl-Wilhelm-Fricke-Preis stellt eine besondere Auszeichnung dar. Aber das ist mit dem Fricke ist ein besonderer Preis für mich, weil den kenne ich noch und der ist so umwerfend gut. Was da alles dahinter stand an Leben bei ihm und auch an Haltung, das hat mich sehr beeindruckt. Ja, und dass der den Preis jetzt kriege, finde ich richtig gut. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Karl Wilhelm, liebe Jury, liebe Freunde, vor allem aber liebe Freya, es sind wahrscheinlich ungewöhnliche Zeiten. Normalerweise würden hier im Veranstaltungssaal in der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur in Berlin über 150 Menschen sitzen, um die diesjährige Verleihung des Preises mitzuerleben. Heute jedoch stehe ich hier vor nahezu leeren Rängen. Dennoch wollen wir uns auch
angesichts der Ausnahmesituation nicht davon abhalten lassen, den Hauptpreis heute auch ohne Saalpublikum dafür mit hoffentlich vielen Zuschauern unseres Livestreams zu verleihen und die Preisträgerin natürlich mit gebotenem Abstand zu ehren, wie es ihr gebührt. Ich freue mich sehr, dass ich heute die Laudatio für die Trägerin des Hauptpreises des Karl-Wilhelm-Pricke-Preises halten darf. Warum? Schließlich kommt es nicht häufig vor, dass ein ehemaliger evangelischer Pfarrer eine Laudatio auf eine Frau halten darf, die eigenmächtig und ohne kirchliche Erlaubnis den Dekalog um ein elftes Gebot erweitert hat. Und dennoch stehe ich hier und tue das mit großer Freude, denn das von Pfarrer Klier vorgeschlagene und formulierte elfte Gebot heißt: Du sollst dich erinnern. Du sollst dich erinnern. Dieses persönliche Gebot ist zugleich Pfarrers Lebensmotto. Wer unsere Bundesstiftung Aufarbeitung kennt, als deren Vorstandsvorsitzender ich amtierende Ehre habe, kennt sicher auch unseren Leitspruch. Er lautet: Erinnerung als Auftrag. Liebe Pfarrer, wie du stehst, schreiben wir der Erinnerung eine ebenso große Bedeutung bei, wie du in deinem elften Gebot forderst. Du sollst dich erinnern. Ich möchte diesen Appell auch ganz persönlich nachkommen. Ich erinnere mich, wie ich Pfarrer Klier, dieser außerordentlichen und streitbaren Persönlichkeit, zum ersten Mal begegnet bin. Es war Mitte der 80er Jahre in der DDR. Die SED-Diktatur schien unumstößlich. Und dennoch gärte es in der eingemauerten Gesellschaft, vor allem unter vielen jungen Menschen. Ganz deutlich spüren konnte ich dies unter anderem in unserer Ostberliner Samaritergemeinde. Veranstaltungen wie die bekannten Bluesmessen zogen damals sogenannte unangepasste Jugendlichen aus der ganzen DDR an. Ich erinnere mich im Zusammenhang mit Pfarrer Klier vor allem aber an die Friedensdekade im November 1986. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe trat sie zusammen mit Stefan Kraftschick zum wiederholten Male bei uns auf. Seit Beginn der 80er Jahre waren die immer kritischer werdenden Bühnenprogramme des Künstlerpaares immer mehr vom Staat reglementiert worden. Nach einem Auftrittsverbot konnten die beiden auch kein Geld mehr verdienen. Bezahlen konnten wir als unsere Gemeinde euch kein Gehalt. Dafür erhieltet ihr aber nach der wohlwollenden Zustimmung des Gemeindekirchenrates immerhin die regelmäßig eingesammelten Kollekten. Das wird euch nicht vom Verhungern gerettet haben, war aber eine kleine Hilfe. Mit ihren Stücken, wie zum Beispiel Pässe und Parolen, sie haben einen kleinen Ausschnitt fröhlich und begeistert tanzender und jubelnder gerade gesehen, waren die beiden für das junge Publikum ein echtes Highlight und für den SED-Staat offensichtlich eine echte gefährliche Bedrohung. Es ist im Rückblick wirklich entlarvend, welchen Aufwand die staatlichen Stellen damals betrieben, um eine kritische Bühnendarbietung im kirchlichen Raum zu verhindern. Ich habe hierzu noch einmal alte Gesprächsprotokolle und Aktenvermerke angeschaut, die die zuständigen Genossen des Rates des Stadtbezirks Berlin-Friedrichshain damals angelegt hatten. Nach einem Auftritt für Pässe und Parolen in unserer Samaritergemeinde, in dem unter anderem der staatliche Druck auf junge Frauen thematisiert wurde, Kinder zu bekommen, wurde versucht, in direkten Gesprächen auf unsere Superintendentin einzuwirken. Der Vorwurf lautete, und ich zitiere aus dem Protokoll, deswegen, weil das so schön ist, habe ich mir die Brille aufgesetzt. Zitat:
dass neben den vielen seriösen Veranstaltungen im kirchlichen Raum die Friedensdekade in der Samariterkirche wieder begleitet war von provokatorischen Ausfällen gegen den Staat. Am krassesten kam das in der Veranstaltung am 13. November unter der Losung Pässe und Parolen zum Ausdruck. In gestellten Szenen gab es derbe, provokatorische Angriffe auf die Politik des Staates. Dabei wurden, so heißt es im Protokoll, Frauen als Legehennen bezeichnet und bekannte Losungen der Werktätigen zur ökonomischen Stärkung der Republik diffamiert, indem die Parole gerufen wurde, mein Kampfplatz für den Frieden ist der Kreissaal. Zitat Ende. Der zuständige Stadtrat drohte der Superintendentin nach diesen Vorwürfen unverhohlen, den für 87 geplanten Kirchentag in Berlin-Brandenburgischen Kirche in Teilen nicht zu genehmigen, falls derartige Erscheinungen nicht künftig verhindert würden. Aller Drohungen zum Trotz traten Freier Klier und Stefan Krawczyk eine Woche später erneut mit Pässe und Parolen in unserer Gemeinde auf. Die staatlichen Stellen reagierten konsterniert, das jugendliche Publikum hingegen war abermals begeistert. Auch ich war fasziniert vom Können des Künstlerpaares. Spielerisch nahmen die beiden die Stimmungslage auf und thematisierten die alltäglichen Sorgen und Nöten der jungen Leute, die in der erstickenden Enge der Diktatur erwachsen werden wollten und mussten. Du sollst dich erinnern. Freier Klier wusste sehr genau vom gewaltigen Anpassungsdruck, dem schon Kinder und Jugendliche in der SED-Diktatur ausgesetzt waren. Dieses Thema hat sie ihr Leben lang nicht losgelassen. Denn auch sie selber hatte die Willkür und Repression der Diktatur früh spüren müssen. Nur wenige Monate nach der Gründung der DDR in Dresden geboren, musste sie nach der Inhaftierung ihres Vaters aus politischen Gründen ihr drittes Lebensjahr mit ihrem Bruder in einem Kinderheim verbringen. Dort mussten schon die Kleinkinder täglich Väterchen Stalin danken, der als Bronzekopf in einer Gedächtnisecke stand. Auch wurden sie von den Erzieherinnen dazu gezwungen, mit dem Gesicht zur Wand stehend, darüber nachzudenken, wie sie, die kleinen Kinder, die vermeintlichen Verfehlungen ihrer Eltern gegen den Staat wieder gut machen können. Man kann es sich heute kaum mehr vorstellen. Doch die Indoktrination und Gehirnwäsche, die Freier Klier als Angehörige der allerersten Kindergeneration der DDR auch später erfahren musste, sollte in ihrem Fall das Gegenteil bewirken. Nach dem Abitur 1968 wurde die gerade mal 18-Jährige, die ihre allgegenwärtige Lüge und Unfreiheit der Diktatur nicht mehr aushielt, nach einem missglückten Fluchtversuch verurteilt und musste fast ein ganzes Jahr in politischer Haft verbringen. Freier überstand diese schweren Episoden ihrer Kindheit und Jugend in der kommunistischen Diktatur. Ihr Mut und ihr Tatendrang blieben dabei offensichtlich ungebrochen. Dank ihres großen Talentes durfte sie, für mich immer noch erstaunlicherweise, von 1970 bis 1975 Schauspiel an der Leipziger Theaterhochschule und am Dresdner Staatstheater studieren, arbeitete als Schauspielerin in Senftenberg, studierte 78 bis 82 Regie in Ost-Berlin und arbeitete danach als Regisseurin in Schwedt. Als Schauspielerin und Regisseurin lotete sie stets ihre Freiheitsräume aus. Doch auch als politisch bewegter, unabhängig denkender Mensch überschritt sie bald zwangsläufig die unsichtbaren Grenzen, die das SED-Regime gesetzt hatte. Ihr immer stärker werdendes Engagement als eine der Gründerinnen der unabhängigen DDR-Friedensbewegung führte schließlich 1985 zum faktischen Berufsverbot.
was sie aber nicht daran hindern konnte, weiterhin auf der Bühne zu stehen. Zusammen mit Stefan Kraftschig stellte sie gesellschaftskritische Programme zusammen, mit denen sie fortan vor allem in Kirchen und Gemeinderäumen auftrat. Ihr Ziel und das ihrer Mitstreiter in der politischen und ästhetischen Opposition blieb dabei, die DDR Stück für Stück in Richtung Demokratie zu verschieben, wie sie es selbst einmal formuliert hat. Auch im Westen wurde sie spätestens Anfang 1988 bekannt, als sie im Rahmen der von der Stasi groß angelegten Aktion Störenfried zusammen mit anderen führenden Köpfen der DDR-Opposition festgenommen wurde. Aus der Stasi-Untersuchungshaft in Berlin-Hohenschönhausen heraus musste sie schließlich die DDR zusammen mit ihrer Tochter Nadja und mit Stefan Kraftschig von jetzt auf gleich verlassen. Von einem Kirchenmenschen mit dem Auto in den Westen gefahren. Werner Braune. Dieser vermeintliche Triumph des SED-Regimes über die DDR-Opposition war jedoch in Wirklichkeit nur ein Führersieg. Die Solidarität mit der Opposition und der Widerstand im Land wurden fortan immer breiter. 1,5 Jahre später, im Herbst 1989, wurde die SED-Diktatur, die Freier von Anfang bis Ende miterlebt hat, von den Bürgerinnen und Bürgern in der friedlichen Revolution gestürzt. Du sollst dich erinnern. Nach dem Ende des Arbeiter- und Mauernstaates begann Freier, sich vehement gegen diejenigen Kräfte zu stellen, die schon bald versuchten, die diktatorische Vergangenheit und ihre Auswirkungen auf die Menschen umzudeuten oder zu verharmlosen. Doch anders als in der DDR lässt sich die historische Wahrheit in einer wachen und aufmerksamen Demokratie nicht völlig und dauerhaft entstellen und nicht verleugnen. Und Freier ist eine von denen, die bis heute mit großer Hingabe, Ausdauer und Ideenreichtum dafür sorgen, dass vergangenes Unrecht erinnert und damit allgemein bekannt wird. Dabei ist ihr stets die Perspektive der jungen Leute besonders wichtig. Schon in ihrem ersten, 1990 erschienenen Buch Lüg Vaterland, an dem sie bereits in der DDR heimlich und unter abenteuerlichen Bedingungen gearbeitet hatte, berichtete sie über die Maschinerie des DDR-Erziehungssystems, das vor allem Anpassung produzierte. Wie wichtig ihr vor allem junge Menschen sind, zeigt sie bis heute in ihrer unglaublich vielfältigen Arbeit. Über 50 spannende, gewiss auch anstrengende Projekttage in Schulen, bei denen sie mit den Schülerinnen und Schülern über das Leben in der DDR-Diktatur spricht, schafft die unermüdliche Aufklärerin pro Jahr. Die Dresdnerin ist in Ost und West eine gefragte Zeitzeugin, die authentisch aus dem Innern der Diktatur berichtet. Eine, die kein Blatt vor den Mund nimmt und stets mit großer, zumeist mitreißender Leidenschaft spricht. Du sollst dich erinnern. Dieses Lebensmotto bedeutet jedoch keinesfalls, dass Freier in der Vergangenheit stecken geblieben ist. Im Gegenteil. Von ihr stammt hierzu das vielsagende Zitat, ich zitiere, ich arbeite mit Schülern, da hast du die blanke Gegenwart, was auch gut tut. Zitat Ende. Wenn Freier Klier heute an Schulen unterwegs ist, um vom Alltag der Diktatur zu erzählen, dann will sie die Jugendlichen damit auch für das politische Geschehen in der Gegenwart sensibilisieren und für die neuen Gefahren für unsere Demokratien. Neben diesem für sich genommen schon gewaltigen Pensum arbeitet Freier heute vor allem als freischaffende Autorin, Regisseurin und Filmemacherin. Wer dabei mit ihr auf die eine oder andere Art zusammenarbeiten darf, der kann über die einnehmende Lebensfreude staunen, mit der sie den Menschen begegnet.
dem ihrem vielfältigen Repertoire an publizistischen und künstlerischen Zugängen ist auch das Spektrum der von ihr bearbeiteten Themen weit gefächert. Sie kann über ein mittlerweile ungemein reichhaltiges Werk verweisen, wobei neben der Geschichte des Kommunismus und ihrer Bewältigung auch die nationalsozialistische Diktatur zu ihren Themen zählt. Sie erklärt in ihren Texten und Filmen, was es bedeutet, eingesperrt zu sein und die eigene Meinung nicht frei äußern zu können oder gar zu dürfen. Vor allem lenkt sie mit ihrem großen Faible für Biografien die öffentliche Aufmerksamkeit immer wieder auf einzelne Menschen, oft auch bis dahin fast vergessene Opfer. Es ist sicherlich nicht übertrieben, wenn ich sage, dass Freya Klier durch ihre ideenreiche und unermüdliche Arbeit das kollektive Erinnern in Deutschland an die Diktaturen mitgeprägt hat. Ich darf nun den einstimmig gefassten Beschluss der Jury zur Vergabe des Karl-Wilhelm-Fricke-Preises in der Kategorie Hauptpreis verkünden. Ich zitiere: Der Hauptpreis wird verliehen an Freya Klier für ihr langjähriges, bis heute andauerndes, herausragendes Engagement für die Aufarbeitung der Vergangenheit sowie für ihr Lebenswerk. Liebe Freya, auch im Namen der Jury darf ich dich herzlich zu dieser Auszeichnung beglückwünschen und wünsche dir für die Zukunft weiterhin alles Gute, beste Gesundheit, viel Kraft. Möge dieser Preis dazu beitragen, dass du, jetzt kommt die Last, dass du auch weiterhin engagiert deinen Ideen Gestalt geben kannst und willst. Ich möchte dir jetzt gerne zusammen mit den anwesenden Mitgliedern der Jury, natürlich mit gebührendem, angezeigten Abstand, den Karl-Wilhelm-Fricke-Preis überreichen und bitte dich zusammen mit den Jurymitgliedern nun nach vorne. Nach der Übergabe, wie es dir schon angeboten worden ist, darfst du dann, liebe Freya, auch zu uns was sagen. Herzlichen Dank. Und Feigen. Dich da darf ich jetzt leider nicht ran. Ich würde dich jetzt gerne drücken. Der Karl-Wilhelm-Fricke-Preis 2020 der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, gespendet von Dr. Burkhard Feigl, wird verliehen an Freya Klier. Für ihr langjähriges, bis heute andauerndes, herausragendes Engagement mit ihren zahlreichen Filmen, Büchern und Essays, die Aufarbeitung der kommunistischen Diktatur in SBZ und DDR, wie auch des Nationalsozialismus zu befördern, sowie für ihr Lebenswerk anlässlich ihres, hier darf man es sagen, 70. Geburtstags. Aber man glaubt es nicht, man glaubt es nicht. Der Hauptpreis und so weiter ist dotiert und das Ganze ist unterschrieben von Markus Meckel, dem Ratsvorsitzenden, mir selbst und Dr. Anna Kaminski. Herzlichen Glückwunsch, ich darf ihn dir nur so reichen. Dankeschön. Ist das Ich verrate noch etwas, was kein Geheimnis ist. Du vermutest richtig, dieser Strauß gehört dir auch. Danke. Ja? Gut. Bitte. So, ja. Moment, stehen bleiben für ein Foto. Moment. So, du musst jetzt hier. Eine Sekunde. Ja, so geht es jetzt.
nicht mein Papier nass machen, das liegt hier drin. Das sollte noch trocken aber sein. Aber Wasser, danke. Ja, meine Damen und Herren, ich bin sehr gerührt, muss ich sagen, habe mit den Tränen gekämpft und hole jetzt hier aus dieser Schublade meine Dankesrede hervor. Recht schönen Dank auch für die Rede, Rainer. Liebe Online-Gäste, liebe Gäste, als ich erfuhr, dass ich dieses Jahr den Karl-Wilhelm-Fricke-Preis erhalte, war die Freude sehr groß. Nicht nur, weil es plötzlich so war, als habe Frau Holle meine jahrelange Arbeit mit Schülern, meine Lesungen und Filme belohnt, die in diesem Frühjahr wie die Dominosteine kippten. Genauso stolz machte mich der Name Karl Wilhelm Fricke, ein so starker Mensch, der weitaus bekannter sein müsste. In den 90er und den Nullerjahren war ich oft bei ihm im Deutschlandfunkstudio. Am 6. Januar 1997 bekam ich bei ihm zu Hause in Köln sein Buch Akteneinsicht geschenkt. Als Widmung schrieb er mir für Freier Klier in solidarischer Verbundenheit, Karl Wilhelm Fricke. Ich habe so viel von ihm gelernt und das hat Gründe. 1946 wird sein Vater in den Waldheimer Prozessen zu 12 Jahren Zuchthaus verurteilt. Er stirbt 2 Jahre später in der Haft. Der Sohn Karl Wilhelm äußert sich negativ zum SED-Regime, wird denunziert und im Februar 1949 schließlich selbst verhaftet. Es gelingt ihm zu fliehen. Er gelangt durch die noch wenig bewachte innerdeutsche Grenze in den Westen. Damit wäre er gerettet gewesen. Doch er hat eine Mission. Die sowjetisch beherrschte Diktatur anzuklagen, die sich dreist, noch bevor die Westmächte so richtig aufgewacht sind, Deutsche Demokratische Republik nennt. Von diesen 3 Worten, Stimme nur Deutsch, teilte ich später meinem Stasi-Vernehmer in Hohenschönhausen zornig mit. Mit der Sprache fängt es an. Auch dieses Denken teilte ich mit Karl Wilhelm Fricke. Wie lebt es sich in einem Staat, in dem die wesentlichen Dinge nie dort die Wahrheit gesagt wird? Wie lebt es sich als Opfer wie als Profiteur eines solchen Systems? Für das erste Programm drehte ich mit dem WDR in Köln 1997 einen Film über Robert Bialek. Denn genau wie Karl Wilhelm Fricke wurde der berühmte Sozialdemokrat Bialek vom Stasi-Apparat 1955 betäubt und aus West-Berlin in den Osten verschleppt. Robert Bialek ist bis heute spurlos verschwunden. Über ihn gibt es nur Legenden. Und weil Karl Wilhelm Fricke selbst dieses Kidnapping 1955 ertragen musste, habe ich mich persönlich an ihn gewandt. Er hat mir in Köln geschildert, wie solch eine Menschenfalle aufgebaut wurde, die Zeit der 50er Jahre, die so etwas möglich machte. Das Gefühl eines Menschen, dem im scheinbar freien West-Berlin plötzlich schwindlig wird und der im Ost-Berliner Stadtsicherheitsgefängnis wieder aufwacht, dort, wo es kein Entrinnen mehr gab. Karl Wilhelm Fricke wird 15 Monate lang in Hohenschönhausen verhört, vegetiert die meiste Zeit davon in einer lichtlosen Einzelzelle. Dann verurteilt ihn das oberste Gericht der DDR in einem Geheimprozess wegen Kriegs- und Boykotthetze, auch das wieder eine typische Wortverfälschung der SED, zu 15 Jahren Zuchthaus, die später auf 4 Jahre verkürzt werden. Karl Wilhelm Fricke muss die Zeit im berüchtigten Zuchthaus Bautzen II verbüßen, in Einzelhaft. 1985 erteilte das Ministerium für Staatssicherheit ihm zumindest noch eine Einreisesperre mit der Begründung: Fricke fungiert beim Deutschlandfunk als Leiter der Ost-West-Redaktion. In seinen Beiträgen und Kommentaren verleumdet und entstellt er die politischen Verhältnisse in der DDR, Partei und Staatsführung, Justiz und Strafvollzug. Seine Bücher über das MFS verfolgen das Ziel,
das sozialistische Sicherheitsorgan der DDR international zu diskreditieren. Zitat Ende. Richtig. Seine Bücher sind voller Substanz. Für mich war und ist er immer ein Maßstab. Hinzu kommt, Karl Wilhelm Fricke war stets leise, freundlich, klug und bewundernswert standhaft. Eine Mischung, die noch immer äußerst selten ist. Am Tag vor meiner zweiten Verhaftung, am 24. Januar 1988, schreibt die Bezirksverwaltung der Staatssicherheit, Abteilung 20, Verschiedenes zu meiner Biografie, darunter: Eine Arbeit für die Schauspielschule musste ihr 1985 ebenfalls entzogen werden, da sie einen negativen ideologischen Einfluss auf die Schauspielstudenten ausübte. Seitdem wurden ihr keine künstlerischen Aufträge mehr erteilt, beziehungsweise lehnte sie diese ab. Dazwischen liegt viel, was geschehen ist. 1982, so im Auskunftsbericht der Bezirksverwaltung des MFS, trat sie als Organisator einer Fahrraddemo im Rahmen der sogenannten staatlich unabhängigen Friedensbewegung in Erscheinung und verbreitete antisozialistische Theorien im sogenannten Friedenskreis Pankow. Enge Kontakte entwickelte sie zu dem hinlänglich bekannten Pfarrer Eppelmann. Die CLIA hat Verbindungen zu bekannten Feinden im Operationsgebiet und unterstützt wesentlich die DDR-schädigende Vermarktung ihres Mannes Stefan Kraftschick als regimekritischen Künstler in westlichen Massenmedien. So geht es über viele Akten, Belauschtes, Notiertes, Abgeheftetes im OV Sinus oder OV Ventil und immer die Überlegung, wie kann man solche Leute unschädlich machen? Doch was für ein Unterschied zu den 50er Jahren. 30 Jahre liegt die DDR-Diktatur nun zurück. Und immer noch staune ich, wie ihre teils scharfen Vertreter jetzt von unserer Demokratie, die verteidigt werden muss, reden. Genau diesen Satz haben sie vor 1989 benutzt, um ihre Diktatur zu erhalten, gegen die Demokratie. Die aber war im Norden, Süden und Westen Europas, auch in Westdeutschland, nicht aber in der DDR. Eine ganze Generation Ost wächst nun schon in Freiheit auf. Die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur hindert diese Jahrzehnte am Entschwinden. Doch wie viele junge Leute werden im Osten erreicht? Bröckelt es nicht schon in unserer Erlebnisgeneration? Ein Ingenieur aus Dessau beklagte neulich, dass sich der Widerstand in der medialen Wahrnehmung inzwischen nur noch auf die Großstädte Leipzig, Berlin und Dresden beschränke. Dann erzählte er mir von der Friedens- und Freiheitsglocke Dessau. Von was bitte? Ja, auch in Dessau sind es etwa 70.000 Menschen, die am 3. November 1989 die Straßen und Plätze der Stadt füllen. Am 3. Dezember 1989 überlegen zuerst drei christliche Ingenieure, die sich zu einer Initiativgruppe 6. Dezember erweitern, wie sie die friedliche Revolution voranbringen könnten. Die Grenzen sind nun zwar offen, doch gibt es noch immer die Vorherrschaft der SED auf allen Ebenen. Gibt es allgegenwärtig die Staatssicherheit und die Privatarmee der SED, die sogenannten Kampfgruppen der Arbeiterklasse. Und so findet unter den 2100 Beschäftigten der Magnetbandfabrik Dessau eine erste demokratische Abstimmung statt, nach der mit überwältigender Mehrheit die Entfernung der SED, der Staatssicherheit und der Kampfgruppen aus dem Betrieb gefordert werden. Gleichzeitig fordert die Initiativgruppe die Verschrottung sämtlicher Waffen der Dessauer Kampfgruppen. Das Ergebnis der Abstimmung wird der Motrow-Regierung mitgeteilt. Die Dessauer Polizei transportiert nun in einer Nacht- und Nebelaktion die in der Magnetbandfabrik lagernden Waffen von immerhin 500 Schaften der Dessauer Kampfgruppen in das Polizeikreisamt Dessaus. Dort lagern bereits Waffen und Ausrüstung von 600 Schaften.
Der Chef des Polizeikreisamtes hilft, die Waffen sicher einzulagern und einen Abtransport durch die Staatssicherheit zu verhindern. Etwa 210.000 Männer waren in den Betriebskampfgruppen der DDR versammelt. Etwa 210.000 Männer. Weiß auch nur ein Jugendlicher heute davon? Nach 10 Verhandlungen mit Vertretern der Motorregierung werden die Waffen der insgesamt 11 Dessauer Hundertschaften der SED-Kampfgruppen durch Überrollen mit einem Panzer unbrauchbar gemacht. Das sind 1250 Kalaschnikows, 174 leichte Maschinengewehre, 87 Panzerbüchsen, 171 Pistolen. Allmählich kommt ein Bild in meinen Kopf. Etwa März 1990 zerlegen in vielen Stunden Freizeitarbeit die Mitglieder der Initiativgruppe 6. Dezember plus Mitarbeiter der Magnetbandfabrik sowie mithelfende Dessauer Bürger den Waffenschrott in seine Bestandteile: Stahl, Holz, Plaste, Leder, Gurte, um beim Einschmelzen keine Probleme zu bekommen. In einem deutsch-deutschen Kraftakt wird schließlich aus den eingeschmolzenen Waffen der SED eine Friedensglocke gegossen, die nun in Dessau hängt. Keine Gewalt steht groß auf ihr und weiter unten. Ohne Freiheit keinen Frieden und ohne Frieden keine Freiheit. Kaum einer kennt diese Glocke außerhalb der Stadt. Eine Generation ist nachgewachsen, die, vor allem im Osten, fast keine Ahnung von der friedlichen Revolution und deren Vielfalt hat. Wäre es da nicht sinnvoll, mit ihnen die Hintergründe und die tolle Mitarbeit der damals Beteiligten zu erforschen? Immerhin leben die noch. Ein kleiner Online-Film für Schulen in Sachsen-Anhalt? Das wäre doch was. Und spannend ist die Geschichte allemal. Mein Dank für die diesjährige Verleihung des Karl-Wilhelm-Fricke-Preises geht an die Jury der Bundesstiftung Aufarbeitung, an ihr Vertrauen, das sie in mich setzen. Mein Dank geht an den noblen Spender des Preises, Dr. Burkhard Feige, an die Bundesstiftung Aufarbeitung ohnehin und an alle Menschen, die für mich gestimmt haben. Ein Tanz miteinander verbietet sich in diesen Tagen, nicht aber meine große Freude. Danke. Ja, einen großen herzlichen Dank an Freier Klier für Ihre Dankesworte, aber auch Ihnen an den Endgeräten zu Hause, an den Computern, vor den Tablets, vor den Notebooks oder Smartphones. Wir sind sehr froh, dass 80 Personen, zumindest vor ungefähr 20 Minuten, sich eingeschaltet hatten und zugehört haben und möchten daran erinnern, dass diese Aufzeichnung auch weiterhin zur Verfügung steht. Wir werden jetzt gleich diesen Livestream beenden, aber bitte schalten Sie nicht ab, denn so wie auch wir hier in der Bundesstiftung uns die Übergabe der 3 Sonderpreise anschauen werden, so können Sie auch an Ihren Geräten die Übergabe der Sonderpreise schauen. Und lassen Sie sich überraschen, wo und wie diese Preise übergeben worden sind, wie die Laudatoren unter Pandemiebedingungen ihre Laudationes gehalten haben und wie die Preise überreicht werden. Für Mühlberg, die Initiativgruppe Lager Mühlberg, hat die russische Historikerin und Publizistin Prof. Dr. Irina Scherbakowa die Laudatio in Moskau aufgenommen und eingespielt. Für Werdau hat der sächsische Landesbeauftragte Lutz Rathenow die Laudatio gehalten und der Schriftsteller Marco Martin, der auch heute hier unter uns ist, hat die Laudatio auf das National Human Rights Museum in Taiwan gehalten. Alle Beiträge, auch der Mitschnitt der Vergabe des Hauptpreises von heute, sind nach wie vor
auf unserem YouTube-Kanal und natürlich auf unserer Homepage der Bundesstiftung abzurufen. Und bevor ich Sie in die weiteren Vergaben der drei Sonderpreise entlasse, möchte ich noch meinen großen Dank an all diejenigen, die heute diese Preisverleihung unter ungewöhnlichen Umständen ermöglicht und ausgestaltet haben, verkünden sozusagen. Mein erster Dank gilt Musealis. Musealis hat die Preisverleihung an die drei Sonderpreise gefilmt und hat die jeweiligen Filme auch für die Präsentation hier erstellt. Die Firma Audiosprint hat dafür gesorgt, dass wir heute diese Preisverleihung so vornehmen konnten, wie sie unter Corona-Bedingungen halt nur möglich ist, und haben dafür gesorgt, dass sie eine exzellente Bildqualität und exzellenten Ton hatten. Und natürlich steckt hinter all dem, was Sie hier sehen, eine unglaubliche Organisations- und Abstimmungs- und inhaltliche Leistung. Und da möchte ich stellvertretend für das Team der Stiftung Frau Dr. Sabine Kuder sehr herzlich danken, die das alles hier auf die Beine gestellt hat. Und nun machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und seien Sie sicher, wir werden uns irgendwann auch wieder persönlich begegnen. Und nun also schauen Sie sich gerne die Filme für die Verleihung der Sonderpreise an.